So, Freunde, da sind wir da. Und das nächste Spiel, was wir betrachten wollen, ist ein Spiel aus der Super League in der Türkei. Und zwar das Spiel vom 2.3.2013, 18 Uhr, im Atatürk-Stadion. Eskişehirspor gegen Galatasaray Istanbul. Ja, zunächst einmal ein Blick auf die Tabelle. Da sehen wir, der spielt der Sechste zu Hause gegen den Ersten. Punktedifferenz 10 Punkte, aber gut, Stand jetzt, Galatasaray hat jetzt quasi noch das eine Spiel gegen Orduspor, ist jetzt noch nicht mit reingerechnet, deswegen nur 22 Spiele bei Galatasaray. Ja, da sehen wir jetzt mal die letzten Aufeinandertreffen, 1:1 das letzte Spiel. Wer soll auch anders das Tor gemacht haben für Galatasaray als Burak Yılmaz, der Goalgetter schlechthin für die Türken, auch ein sehr sympathischer Spieler. Ja, wir sehen bei der Formkurve, dass Eskişehirspor 71% hat. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Haben das letzte Spiel bei Büyükşehir 2:2 gespielt. Na ja, gut, davor gegen Kayserispor 3:0 verloren. Aber na gut, das sind die letzten 5 Spiele, sehen nicht so gut aus. Wenn man das jetzt auf die letzten 7 Spiele bezieht, sieht es dann schon besser aus. Aber ich beziehe das eher auf die letzten 5. Und da muss ich sagen, dass das dann auch gar nicht mehr so gut aussieht bei Eskişehirspor. Da sieht es bei Galatasaray dann schon etwas besser aus. Denn mit 3 Siegen und 2 Unentschieden, das kann sich eigentlich sehen lassen. Außer jetzt vielleicht so das 1-1 gegen Schalke war jetzt so ein bisschen unnötig. Weil man einfach das ein bisschen verschenkt hat. Ja, davor gab es ein 2-1 bei Akhisar. Davor ein 2-0 bei Antalyaspor. Ein 1-1 gegen Bursaspor. Und das 2-1 am 27.01. gegen den großen Konkurrenten Beşiktaş. Ja, die letzten Aufeinandertreffen, wenn man sich die mal anschaut, sehen wir 3 Siege für Eskişehirspor, 3 Unentschieden, 5 Siege für Galatasaray. Also eher ausgeglichene Statistik. Das sind aber jetzt nur so ein paar Aufeinandertreffen. Gucken wir uns mal die erfolgreichsten Schützen an. In der Super League für beide Teams. Ne, sehen wir Nechati, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Ates mit 11 Toren, Kamara, 8 Tore für Eskişehirspor, bei Galatasaray natürlich Burak Yılmaz, 12 Tore, Umut Bulut, auch 12 Tore, auch ein guter Mann. Ja, Formtabelle, wenn wir da noch einen Blick mal drauf werfen, oder beziehungsweise ich euch das sagen kann, ja, Galatasaray 3., Eskişehirspor 8., tut sich aber auch nicht so viel, weil ja da auch immer nur die letzten Spiele betrachtet werden. Gucken wir dann zum Schluss nochmal auf... wir gucken, wer verletzt ist, genau, ganz wichtig. Da sehen wir, gut, Uy Faluşi verletzt auf Seiten von Galatasaray und Cetin und Theo verletzt bei Eskişehirspor, beziehungsweise Theo mit einer Gelb-Rot-Sperre. Ja, dann gucken wir uns mal den Verlauf an der Saison. Da sehen wir, dass Galatasaray bis auf 2 Spieltage immer auf dem ersten Platz thronte, während das bei Eskişehirspor immer so ein bisschen hin und her ging und sind jetzt wieder, ja, sind jetzt so im oberen Mittelfeld angekommen, haben sich da jetzt etabliert. Immer so Platz 8 bis 6 rum, kann man sagen. Oder 8 bis 5, 8 bis 4. Ist immer so in dem Bereich, wo sich die Mannschaft bewegt. Ja, und deswegen... Zum Abschluss dieser Analyse möchte ich euch jetzt noch meinen Tipp noch mitgeben zu diesem Spiel. Und ich denke, dass Galatasaray das eigentlich machen wird. Und tippe deswegen, dass die Mannschaft mit 2:1 gewinnt.